Herzlich willkommen zur nächsten Folge von EU4 als das Heilige Römische Reich. Wir haben in der letzten Folge hier die Straße von Gibraltar mit unseren 140 Schiffen schön überquert. Belagern jetzt Marokko und schauen mal. Den Osmanen belagern wir auch noch. Nicht vergessen, ouch, nein, keine Schlacht. Mit dem Osmanen möchte ich eigentlich jetzt schon wieder Frieden haben. Ich möchte da gar nichts, also ich möchte ein bisschen was besetzen, aber kein Stress. Und wer ist da noch dabei? Mali und die Oriaten. Dann machen wir noch mit Oriaten einen Frieden. Und mit Mali, wo ist Mali? Vielleicht hier eine Provinz, können wir runtergehen oder zwei oder sowas, damit wir hier an die neuen Provinzen hier angrenzen und uns natürlich auch davon was schnappen und es hier ein bisschen vergrößern, wäre ganz nice. Und ich habe mich noch entschlossen, hier Ming einmal anzugreifen, weil sie gegen uns in einer Koalition sind mit Söldnern. Da schaue ich mal, also ich will Belagerungssöldner. Ich glaube, wir sind finanziell mit 285 Dukaten plus gut aufgestellt. Der Punkt ist, der mich interessiert, wie sieht es aus mit der Überdehnung? Warte mal, Überdehnung. Eins, zwei, drei Provinzen sind in März, Mai. Mai ist noch ein bisschen, oder? Wir haben Januar, ja. Februar. Am 1. März, also dann sind die Söldner nochmal 10% günstiger, weil wir 10% weniger Überdehnung haben. Das ist schon viel. Werden wir reinhauen. Und ich schau mal, gibt es mit den Oriaten schon einen Frieden? Nein, aber wenn der Tower fällt schon. So, die kommen mal da runter. Okay, gibt es mit dem Osmanen schon einen Frieden? Ich will gar nicht viele Provinzen, weil wir einfach so viel Potenzial haben, uns überall Provinzen zu schnappen. Auch wenn es nur eine ist, ich nehme nur eine. So, wunderbar. Eine Provinz. 24 Dukaten, Forderung senden. Danke, lieber Osmane. Es ist für mich so ein zwiespältiges Ding, aber ich so ein gut ist. Ich meine, wir können uns eigentlich 100% Überdehnung aus Marokko rausholen. Aber warum nicht jetzt schon eine osmanische Provinz gemütlich, ja, für uns reinklatschen. Warte mal, gibt es hier irgendwo Söldner? Schau mal, da oben, das Söldner. Ich sage immer Söldner. Gibt es hier irgendwo Rebellen? Ja, da oben, die können wir platthauen. Die gehen auch dahin. Hoffentlich sind die 44 da schneller. Und das passt. Die holen sich hier den Achter-Tower zurück, auch ganz verrückt. Und dann schauen wir, in Marokko geht's ab. Hier unten in Luba. Koalition, Koalition. Die zwei sind keine Koalition, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Wo ist denn das? Das hier ist keine Koalition, alles klar. Und Imerina. Ja, Imerina belagern wir jetzt nicht. Ich hätte schon Bock, aber wenn keine Schiffe da sind, dann sind keine Schiffe da, dann machen wir es auch nicht. So einfach ist das. Beziehungsweise, wenn keine Armee da ist. Die Schiffe sind ja da, also ein paar Schiffe sind schon da. Aber wir belagern erstmal hier weiter und gönnen uns da ein bisschen. So, gekort ist super. Warte mal. Ich will was anderes koren, was ein paar Prozente hat. Komm, hier 0,1%. Läuft. Wie sieht's aus? Naja, immer noch sehr fleckig, also so richtig protestantisch nicht. Schon, der Kern ist schon gut dabei, aber wird noch dauern. Aber wir machen das einfach straight die ganze Zeit durch. Okay, dann hier der Tower und ab Luba gewonnen. Ja, schau mal einer an. Ab, hier ist, glaube ich, der nächste Tower. Genau. Das ging so schnell. Wir können die Regimenter zusammenlegen von den Söldnern. Auch irgendwie witzig. Ja, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, vielleicht die 40 Söldner nach Afrika zu hauen. Damit wir da neue Söldner haben. Wäre doch eigentlich ganz nice. Doch, doch, die können schon mal hier rüber. Ich tue sie mal einmal hier rüber. Damit wir hier einfach Söldner haben in Afrika. Da brauchen wir ja auch welche. Dann ist die Truppe schon mal gut bedient. Und im März holen wir uns um Ming herum neue. Okay. Okay. Schauen wir mal noch. Ja, unser Boy ist weg. Wir haben hier also unser Herrscher. Jetzt haben wir 545. Bin schon fast am Überlegen, ob ich nicht hier investieren sollte. 3700 Dukaten. Oh, 98 Dukaten monatlich. Sind uns wirklich 30 Dukaten ein Adminpunkt wert? Mir eigentlich fast schon. Der ist 35 Jahre alt. Ah, das ist so viel Geld. Aber wir machen 200 plus. Komm, oder? Ich mach's. Jetzt haben wir den Ultra-Admin-Boy.
Aber wir brauchen die Admin-Power, weil wir einfach ja Korn wollen. Wir wollen uns schon noch vergrößern. So, warte mal. So, die geht da nach vorne. Genau. Schauen wir mal weiter. Die belagern da. Können wir schon von den Oriaten was abpacken? Nee, noch nicht. Wir sind bei 14% gleich. Immer wenn wir was gekort haben, ich bin froh über die eine Provinz vom Osmanen schon, das ist schon besser als nichts. Keine Ahnung, warum der hier so stark ist. Wundert mich auch, aber was soll's. Also, jetzt hier einmal plus 0,2 Stuttgart. Warte mal. Ist eigentlich auch schön, mal ein bisschen hier zu gucken. So, dann ist hier der Fleck in der Mitte weg. Ja, hauen wir natürlich einen rein. Prag würde ich auch gern reinhauen und so weiter, aber es geht gerade nicht. Egal, wir kommen voran. Wir kommen voran. Das ist alles wunderschön. So, wie sieht's aus? Da haben wir was? 49%. Genau, genau. U-Bahn, jo. Da werden sich die 38. Die 38 drum kümmern. Und ich möchte jetzt Neapel. Wir haben, okay, einen Monat noch. Dann haben wir genug gekort. Und wenn wir genug gekort haben, dann, was machen wir dann, Leute? Woanders könnt ihr nicht hin. Wenn wir genug gekort haben, werden wir Ming den Krieg erklären. So, warte. Die können mal da runter. Oriaten, genau. Oriaten. Ich will eigentlich jetzt auch schnell Frieden schließen, um schnell anzufangen zu kornen. Nicht, dass dann wieder ganz viel auf einen Schlag gekort werden muss und sowas, sondern dass wir jetzt schon kornen. Und es hat nicht geklappt. Och, die Oriaten machen mich fertig, Leute. Das hätte klappen müssen. Aber gut, hat nicht geklappt. Wisst ihr was? Ihr bekommt auch Gewaltmarsch. Februar, das sind 3 Tage. Jawohl, das ist besetzt. Ihr könnt dahin, das ist da, dahin, genau. Okay. Dann warten wir mal die 3 Tage ab. 13, 14, zack, das geht schnell. Ja, die Zeit läuft jetzt auch ein bisschen schneller ab. Und ich muss noch mal kurz schauen, warte mal. Auch Gewaltmarsch. Ein bisschen schneller ist ein bisschen, ja, sinnvoller. Ergibt doch alles Sinn. 49%, also alles sieht gut aus. Ich hätte gern jetzt schon noch eine Provinz, die jetzt schon gekort wird. Damit einfach nicht zu viel gleichzeitig gekort wird. Ihr kennt ja das, mein Problemchen, wenn die Überdehnung zu hoch ist, aber gleichzeitig, dass man einfach viel expandieren möchte. So, warte mal. Wegen, ja, 57%, komm, das wird jetzt klappen. Ich bin, warte, 1. März. Werden wir jetzt nicht was gekort haben werden wollen? 1. März. Komm. Okay. Läuft. Gaza ist drin. Ja, Mamelukenreich. Dann hau ich mal ein paar Söldner rein. Ein paar Belagerungssöldner. Und eröffne Ming den Krieg. Warte mal, hier haben wir schon die ersten. 17er Truppe, Alter. Stark. Dahin. Dann, ich guck mal jetzt nicht auf die Kosten. Ich guck, dass da Kanonen oder Generäle mit dabei sind, die ein bisschen was können. So wie das hier. Aber das kann man da nicht bauen. Das hier, nein. Das hier eventuell hier hinten. Aber da sind die Oriaten am Start. Aber wir könnten eigentlich die hier hinbauen. Ist das hier schon Ming? Das hier ist schon Ming. 51 Tage, 49 Tage, 58 Tage. Und eine Welle noch hier unten. Irgendwas, was ein bisschen was drauf hat. Warte, ich gucke jetzt mal nach den Kanonen, weil ich habe jetzt genug nach den Generälen geschaut. Okay, das hier ist noch gut.
dahin. So, jetzt habe ich jetzt ordentlich reingegriffen. Also wirklich, wirklich viel Geld ausgegeben. Ich hoffe, das wird geldmäßig jetzt gut passen. Die werden sich ja alle ausbilden und wir werden Ming angreifen und zwar nicht nur einmal. Ich will Ming öfter angreifen. Und zwar über Mings, alles was Ming irgendwie protected. Keine Ahnung, was hier noch von Ming protected wird, aber das werde ich auch angreifen. Zum Beispiel die Bengalen, nein. Zum Beispiel die Jungs hier, werden die von Ming protected? Jawohl, genau. Über die hier könnten wir den Krieg starten. Und was Ming auch sonst noch protected, keine Ahnung. Dann könnten wir mit den Jungs auch nach Japan gehen. Also das ist schon okay. Unter 10.000 Dukaten macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ich lasse jetzt erstmal die Söldner ausbilden. Dann haben wir viele Söldner und ich kann tatsächlich dann bei den übrigen Armeen Regimenter zusammenfügen. Die müssen sich dann nicht mehr großartig da irgendwie ausbilden. Da können sich die Truppen ein bisschen sparen, weil wir jetzt viele Söldner haben werden. Und die einen Söldner hier unten sind ja eh schon bald fertig. Die Rekrutenreserve geht weg. Dann haben wir da eine Söldnerarmee weniger. Und dann schauen wir mal weiter. Genau. Würde ich sagen, dann bauen sich da jetzt erstmal die Söldner. Und dann greifen wir Ming an. Da bin ich schon ganz scharf drauf. So, hier haben wir gewonnen. Gehen wir da nach vorne. Oder können wir hier schon runtergehen? Ja, wir können hier runtergehen. Wie lange brauchen wir bis nach Mali? Lang, gell? Wie lange brauchen die nach Mali? Auch lang. Da ich Mali-Provinzen haben will, gehe ich runter. Mit denen. Und die werden hier so ein paar Lücken füllen. Und dann gehen wir zurück nach Marokko. Aber wir gehen wir erstmal straight runter, okay? Okay. Schön weiter nach vorne, minus 7%. So, Oriaten, warte mal. Auf die Oriaten bin ich scharf. Und wenn die Söldner da sind, will ich mal sehen, wie viel Geld wir noch haben. Jetzt habe ich mal richtig Geld verballert, Leute. Alter, einen besseren Berater. Und ach, das hat alles gekostet, alles teuer. 71%, die Oriaten stellen sich quer. Passt mir gar nicht in den Kram. So. Immer noch 211, also immer noch saftig. Ming verließ die Koalition gegen uns. Also jetzt bauen wir uns da auf. Jetzt haben sie Pech gehabt. Also wir greifen sie an über die Jungs hier. Auf jeden Fall. Oder über die Jungs. Geht auch. Oder über die Jungs. Geht nicht. Hier gibt es noch mehr Jungs, die Ming protected. Die hier vielleicht, Yangzhou. Nein. Chagatai. Sibirien, Khorasan, Langsang. Alles klar. Ja, dann haben wir hier ein paar Jungs, über die wir Ming angreifen könnten. Also ich mache es zuerst über die Majafit oder über die hier. Greif Ming an. Über Majafit geht es jetzt schon. Greif Ming an und dann, warte mal. Ja, dann greifen wir die nochmal an. Ja, jetzt verlassen sie die Koalition gegen uns, weil wir militärisch halt Bombe sind. Also, wirklich stark. Ich würde die Koalition gegen uns selbst auch verlassen. Ja, genau. Warte mal. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Warte. So, der Reihe nach. Also, was ist das hier? So, ihr habt es geschafft. Dann fügt euch mal da zusammen. Leute. So, was ist das hier? Ihr habt es geschafft. Und das hier, ihr habt es geschafft. Dann sind die Oriaten ready. Ich weiß nicht, wo sie noch dieses Pünktchen an, ey, wir schaffen es haben, aber egal. Ich nehme die drei Provinzen. 80, 79, 74, 76. 88. Jo, wir können uns so bedienen, wenn wir wollen. Das ist 21 Überdehnung. Das ist 26 Überdehnung. Das ist 23. 88, so ist gut. So, Forderung senden. Dann sind die Oriaten weg und wir haben endlich Provinzen, die wir kornen können. Die einfach jetzt schon angefangen, sich zu kornen, damit das eben gut verteilt ist. So, alles zur Kernprovinz.
Gut, dass ich den Berater noch mal ein bisschen verstärkt habe von seiner Motivation. Von was wir an der Motivation eigentlich? Ah, dass er uns einen Admin-Punkt mehr bringt. Genau. Also der Berater ist im wahrsten Sinne des Wortes wieder einer der besten, die ich je hatte. Also so gut wie er berät, berät kein anderer, sagen wir es mal so. Okay, und weiter vor. Genau. Ja, da hat sich irgendwas zu Eisen geändert. Ist für mich jetzt nicht das Interessanteste. Also wir haben hier 40, hier 57, hier 50. Das war's. Und wir machen immer noch Geld. Das war's mit Ming. Glücklicherweise. Luber. Frieden verhandeln. Jo. Wir wollen Provinzen haben. Wir können jetzt schon welche haben. Ich warte auf den einen Tower. Und dann holen wir uns da unten auch noch Provinzen raus. Dann ist Lua auch ready. Dann Mali und Ming schlussendlich. Also ich werde jetzt hier mit den Söldnern Ming mehr als einmal angreifen. Ich werde versuchen, Ming über Langsang, über die Chagatai, über Aituia, über Malafit, Majafit, über alle, über vielleicht Tondo, über Bhutan, über alles. Wir werden jetzt die ganze Zeit Ming angreifen und wenn Ming dann völlig fertig ist, dann greifen wir noch Japan an. Und dann können wir auch die Schiffe drüben eintrudeln lassen. Jawohl, die hier perfekt schlaxen. Veraltete Schiffe ablösen, Schiffe verbessern. Verbesserte Schiffe werden auf 1% ihrer Stärke kommen. Ne, wir verbessern jetzt erstmal nichts. Die sind hier schön tapfer unterwegs, genau. Dann können wir uns Mali holen und dann hier die kleinen Provinzen, die kleinen Staaten nebenan, die sich so ein bisschen gegründet haben. Die hier werden auch wieder stark. 45, die waren schon bei, lass mich überlegen, 20? Also die waren schon wirklich sehr schwach. Also Luba, 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 Luba. Mit Luba machen wir nur Frieden. Ah, warte mal. Wir können ihn jetzt schon angreifen. Ich sag mal, früher ist besser. Ein General müsste hier rein. Ist einer über? Nein. Nein. Ja, der General hier ist wichtig. Wo ist denn der General von den Söldnern? Wo ist der Söldner eigentlich? Ja, warte mal. Da ist er. Die das Söldner. Friedrich Schneider, bitte. Melden Sie sich bitte hier in, was weiß ich, Neuseeland, Indonesien. Bitteschön, lieber Friedrich. Dann greifen wir gleich mal an. Warte mal. Gucken noch mal kurz. Geben wir den Jungs noch Motivation? Ach, die haben sogar alle Generäle. Schick, schick, schick. Nee, ich gebe denen keine Motivation. Krieg erklären. Eroberung der Hauptstadt. Bestätigen. Wir können Ming dann tatsächlich auch das Bündnis mit Bachmanis hier auflösen lassen. Die können mal da drauf. Die können mal da drauf. Die können tatsächlich auch da drauf. Die können mal, obwohl die können mal da drauf. Die können mal eine Lücke. Aber das mit den Lücken füllen ist schon anstrengend. Also das mit den Lücken. Ah, und hier kommt der Tower raus. Der wird eh sofort erobert, der kommt raus. Dann kann Ming erstmal ein bisschen weiter drüber latschen. Und jetzt sind sie aus der Koalition draußen, aber mit der Koalition haben sie unseren Zorn auf sich gerissen. Jedenfalls meinen auf jeden Fall. Haben aus meiner Sicht verkackt. Sagen wir, wie es ist, Ming. Wir hätten in Frieden nebeneinander leben können. Jedenfalls eine gute, gute Weile. So, 7. Juni, die werden dann ein bisschen aufgesucht. Oh, haben wir geschafft. 30%. Jo. Ich will die Provinzen. Ich bin heiß auf die Provinzen. Ich bin heiß auf mehr Provinzen. Aber wir holen uns in Ming. Wir können uns in Marokko Ming und so. Wir können uns da riesige Überdehnungen ins Haus holen. Warte mal, wo ist das hier?
Was wir jetzt holen und jetzt Korn ist schneller fertig, dann ist die Überdehnung weg. Looper. Ja, oder eigentlich wäre ich hier oben schlau. Aber das ist dann, glaube ich, mit der nächsten Schlacht. Schottland wäre auch schlau und dann hier so eine ganze Verbindung. Und dann hier noch so und dann hätten wir so eine afrikanische bis nach Europa. Egal, ich mache jetzt schon fertig. Warte mal. Zwei Prozent. Warte. Darüber. Darüber. Darüber auch Kuba, witzig, warte mal. So ein bisschen weiter belagern, dann holen wir da uns noch eine Provinz mehr oder zwei und dann passt es. So, und schon ist Admin Power problematisch, deswegen tanken wir auch Admin Power die ganze Zeit wunderschön auf, dass es eben keinen Stress gibt. Und dann ist Luba ready. Und Ming ist gerade erst begonnen hier, ne? Ja, ja, die gehen da drauf, bitte. Gehen da drauf. Da drauf. Alter, wo ist hier der Tower? Ist das hier ein Tower? Auf den Tower, Mann. Und hier. Ich lasse die zusammenfügen und dann splitte ich die auf. Das wird die aufgesplittete Truppe. Genau. Sehr schön, schick. Ich bin zufrieden. Warte mal, unteres. Na, genau. Ah, das ist alle einfach nur eine Frage der Zeit. Das ist so eine Sache, so laufende Schlachten, Alter. Wo? Wie? Warum? Naja, wahrscheinlich ist es eine Schiffsschlacht. Ey, kommt ihr nicht weg hier? Oh, wie unnötig. Okay, gut, dann wird die Dreiertruppe platt gemacht. Drei Kanonen weniger. Tut mir wirklich weh. Ich habe zu spät reagiert. Schade, dass die Kanone nicht von selbst ein bisschen schlau ist und sich denkt, hey, das könnte jetzt schlecht für mich enden. Ich gehe mal zur Seite. Da denkt die Kanone leider sehr unselbstständig. Ich hätte der Kanone so viel Listen hätte ich ihr, glaube ich, eingeimpft. Aber naja, egal. Ich muss es ja steuern, wir verlieren Prestige, kein Admin-Power. Zack. Schon wieder hat sich jemand eine Koalition gegen uns angeschlossen. Ja, ja, da hat jemand Bock, aber ich habe da auch Bock, sollen sie ruhig. Looper. Ja, jetzt wird hier sich einmal schön verteilt. Also Luba hat keine Chance. Die belagern hier, aber die belagern prozentual von uns nicht mal 1% und wir belagern prozentual schon 20 oder sowas. Also das ist schon eine heftige Nummer für Luba. Muss ich sagen, so. Genau. Und für Ming ist es auch eine heftige Nummer. Also Ming wird da auch gut besetzt werden. ...67. Warten wir mal kurz ab. Ich meine, aus Luba kann man noch ein bisschen was rausholen. Jetzt muss ich aber auch sagen, die andere Seite, uns wird Admin Power fehlen, wenn wir uns zu viel schnappen. Wir müssen da wirklich aufpassen. Und ich bin echt am überlegen, ob ich nicht oben rumgehe, aber ja, weiß ich noch nicht. So, wir zwacken mal eine Zweiertruppen ab. Oh je. Eine. Dahin. Eine. Dahin. Die kann da die Runde rennen. Eine noch, komm. So, dann sind wir hier ein bisschen weiter aufgesplittet und belagern noch ein bisschen was von Ming. Da ist der separate Kriegsstand ganz, ganz wichtig. Genau, hier sind wir bei 49%.
Marokko ist jetzt in den Hintergrund gerückt für Mali. Und die Jungs sind tatsächlich darunter unterwegs, aber da brauche ich sie gar nicht. Warte. Ich nehme sie jetzt mal darüber. Ich meine, Mali kriegen wir jetzt schon selber hin. Wobei, da sind noch mehr Länder, die wir wollen. Die gehen schon darüber. Das ist schon in Ordnung. Okay, so Luba. Dann belagern wir da noch ein bisschen weiter und dann passt es. ...21% ist jetzt nicht so saftig viel. Wie viel brauchen wir? Admin Power 144. Luba Luba, warte. Palu. Ja. Mongyang ist konvertiert. Malwa. Okay, wir können noch anderen Nationen den Krieg erklären. Das ist natürlich sehr praktisch. Hauen wir natürlich rein. Das Coole ist, es sieht geografisch wahnsinnig viel aus. Aber wir holen uns gar nicht großartig Überdehnung rein. 28,5, aber 277 brauchen wir, ja. Ich glaube, ich muss mit Luba beenden. Auch wenn ich Bock habe. Es müssen Korungsvorgänge stattfinden, und zwar jetzt, warte. So vielleicht. Ja, oder hier oben. Dann würden wir hier angrenzen, auch an unsere Provinz. Inklusive Schottland hier. Ja, komm, machen wir unten rum, oder? Unten rum und wir fangen jetzt schon an zu kornen. Dann sind die 21,4 Überdehnung schneller weg. So, Geld. Forderung senden, dann ist Luba ready. So, wir kornen alles, was geht. Und das wird dann auch alles schön fertig sein. Und jawohl, hier Oriaten haben wir auch gut bedient. 176 Atempower haben wir noch. Überdehnungsmäßig sind wir bei 100. 100 ist, glaube ich, ganz okay. Oh mein Gott, kaiserlich Südafrika. Sieht das nicht gut aus? Hat sich das hier vergrößert? Ach du Heiliger. Wow. Ja, das hier ist leider alles nicht besetzt so, aber wow, krass. Krass geil. Also wirklich mega gut. Ja, wir holen uns dann hier die Provinzen als nächstes so. Falls wir den Kolonisten noch so viel hin und her schicken können. Naja, kaiserlich Südafrika sieht doch gut aus. Ich hätte es gerne natürlich einmal tutto completo, aber ich will erstmal hier oben fertig werden. Und dann vielleicht Sibirien. Das Gute ist jetzt, Sibirien ist ein Mamelucken-Starter quasi. Ist auch gut. So, die kommen jetzt hier gleich an. Und dann können wir uns hier einmal in Mali was holen. Dann kommen die Söldner da an. Und die können hier den Rest angreifen. Und jetzt wird gekurrt. Und zwar... die sardinischen Nationalisten. Ja, natürlich. Klar, die 25 müssen da noch rüber. Machen wir noch. Wann sind die ready? 74. 73. 74, 4 Jahre. Aber gut, schön, dass ich das jetzt schon ausgelöst habe. Dann sind wir schneller ready. Ming wird bedient. Also bei Ming hole ich territorial alles raus. Komplett was geht. Also Ming muss bluten. Die sind einfach stark und groß und da muss was passieren. Okay, ich glaube, das ist eine wunderschöne Folge. Kaiserlich Südafrika hat deutlich, ja, ich würde es jetzt kaiserlich Südafrika auch nennen. Schade, dass die Provinzen alle nicht da sind. Wir haben Frankreich und Spanien, Kastilien, was auch immer, alles kaputt gemacht. Die haben sich das hier gar nicht geholt. Aber was soll's.
Wir holen uns jetzt die restlichen hier oben. Warte mal. Genau, 1, 2. 1, 2, 3, 4 noch. Dann ist hier oben ready. Und dann machen wir einfach hier weiter. Alles, was halt geht, ne? Das wird hier schön gefüllt. Wie wir wollen. Okay, dann Kaiserlich Südafrika. In dem Sinne beende ich die Folge. Sieht mega gut aus für dich. Bis zur nächsten Folge EU4. Dann werden wir ein bisschen in Mali und ein bisschen in Mingas geben. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.